Siegesjubel in der Zeller Eishalle. Aber leider ist es nicht die Mannschaft der Eisbären, sondern der Gegner Dornbirn, der mit einem klaren 4:0-Sieg den Einzug in das Finale der österreichischen Nationalligameisterschaft geschafft hat. Es war nicht der Abend der Zeller. Wenngleich die Mannschaft zu Beginn das Spielgeschehen dominiert, will der erste Treffer einfach nicht fallen. Außerdem, und ganz ungewöhnlich... Ja, ich glaube, dass am Anfang eine gewisse Nervosität bei uns war. Unverständlich, weil normalerweise sind wir stark. Und das, glaube ich, war spielentscheidend. Exakt nach 4 Minuten sind es dann die Bulldogs aus Dornbirn, die das erste Mal jubeln. Frederik Kaberner lässt Goli Weiskircher keine Chance. Das schnelle Tor der Dornbirner setzt die Eisbären gehörig unter Druck. Und obwohl die Mannschaft beherzt kämpft, Torchancen wie diese bleiben ungenutzt. Mehr und mehr schleichen sich Konzentrationsfehler ein. So ist es der Vorjahresmeister, der immer besser ins Spiel kommt. Allen voran die Legionäre in den Reihen der Dornbirner. Und die alte Sportweisheit, die Tore, die man nicht schießt, bekommt man, bewahrheitet sich im zweiten Drittel innerhalb weniger Minuten. Zell im Powerplay. Leiner findet den Puck und den Stock. Dieses Missgeschick nutzen die Dornbirner eiskalt. Buddy Smith verwertet ein Zuspiel von Carlo Grün zum 0:2. Die Auszeit bei den Zellern bringt keine Wende. Und knapp 4 Minuten später lässt die Nummer 67, Thomas Auer, die mitgereisten Dornbirn-Fans wieder jubeln. 0:3. Zeller versuchen alles, um noch eine Wende herbeizuführen, aber der Anschlusstreffer will einfach nicht gelingen. Ja, wir haben nachgesetzt, wir haben alles probiert, wie man gesehen hat, auch bei 0:3. Die Mannschaft hat nicht aufgesteckt und ich glaube, wir hätten heute spielen können bis Mitternacht, wir hätten kein Tor geschossen. In der 55. Minute fällt dann die endgültige Entscheidung zugunsten der Vorarlberger durch die Nummer 88, Alexander Höller. Die Enttäuschung bei den Spielern und Zuschauern ist verständlicherweise groß. Joe Zabala entlädt seinen Frust an Dornbirns Raubein Frederik Kaberner. Die beiden Legionäre sind in den letzten Partien oft aneinander geraten und nach dieser Aktion erhalten beide Spieler für ihre raue Gangart eine Matchstrafe. Die Situation beruhigt sich wieder und nach 60 Minuten bejubeln die Dornbirner den Einzug ins Finale. Auch wenn die klare Niederlage und das Ausscheiden schmerzt, so darf man doch positiv auf die abgelaufene Saison zurück und der neuen entgegensehen. Der Schmerz sitzt tief, aber ich glaube, dass man in ein paar Tagen trotzdem stolz auf eine Saison, auf eine schöne, mit einem schönen Zusammenhalt, schöne Kameradschaft zurückblicken können. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, weil mit allen Schwierigkeiten, was wir gehabt haben, hat die Mannschaft immer das Beste gegeben und ist immer hinter uns gestanden und das war das Wichtigste für uns. Die Planung für die neue Saison läuft bereits. Wir planen schon seit 2 Monaten. Es gibt viele Leute in Zell am See, die was sagen, das Eishockey in Zell am See muss unbedingt weitergehen. Die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit des Vereins soll hier eine wichtige Rolle spielen. Das ist ganz klar. Also wir haben bei der U17 einen Vizemeister gemacht in der Bundesliga. Wir werden sicher vermehrt mit den jungen Spielern arbeiten. Und so bleibt zu wünschen, dass es beim Traditionsverein EKZ die Eisbären auch in Zukunft die gewohnten Jubelszenen geben wird.